gutes Gefühl, was die Sache angeht. Wo will ich eigentlich hin? Habe ich sonst noch irgendeine Auswahl? Da kann ich nicht hin, ne? Oben könnte ich hin, aber was bringt mir das? Ein Knopf. Frage ist, was macht dieser Knopf? Deinen Tod besiegeln, Chicken. Ah ja, eher das für Türme. Hey, auf mich! Bisschen weiter runter. Ah, das ist doch wunderschön. Ui, just dumb. Tschüss. Warum will ich hier hin? Wegen Einzelteile. Welche arme Existenz war das denn? Das fungiert dir, GLaDOS? Ja, das werden wir wohl nie erfahren. Na? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wow, GLaDOS. Was ist denn? Ah, die Dinger! Ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich. Frage ist, was will ich damit? Ich glaube, ich weiß, was ich damit sprengen will. Das wird jetzt explosiv. Ja, und suddenly hört es auf zu fließen, ne? Ach stimmt, ja, da war ja, da gab es ja immer dieses Problem mit den Portalen, die auf dem Boden liegen, wenn man durch will. Böse Portale. Ja, ein neues Spielzeug. Das kann man, das könnte man doch dann eigentlich für Tests benutzen. Ja, dass man dann irgendwas sprengen muss, um irgendwie in Testbretter zu kommen. Ja, Fortschritt durch gewollte Zerstörung. Explizite Zerstörung. Ja, das Laufband. Ist da kein Port? Da kann ich Portal. Ich muss dann mal kurz mit dir reden, wenn's recht ist. Die Todesfallen waren bislang nicht das Gelbe vom Ei. Für uns beide, da gibst du mir sicher recht.
Außerdem kommst du allmählich meinem Versteck gefährlich nahe. Ach, wirklich? Versteck? Jetzt habe ich es zum ersten Mal gesagt. Es klingt vielleicht banal, aber es ist ein angemessenes Versteck für Bösewichte. Düster und tödlich. Ich will dir nur die Chance geben, dich schon jetzt zu entsorgen, bevor du in mein Versteck eindringst. Du könntest zum Beispiel in den Stampfer da springen. Keine Falle diesmal, eher eine Art Alternativtod. Nein. Klingt verrückt, ich weiß, aber lass dir eins sagen. Sobald du in meinem Versteck bist, gibt es keine Alternativen mehr. Dann gehört der Tod zum Pflichtprogramm. Keine Tricks, keine Überraschungen. Nur du und ich und ein grausamer Todeskampf. Du siehst, gleich hier Schluss zu machen, ist das günstigere Angebot. Du musst dich nicht bis zu meinem Versteck durchkämpfen, wo doch hier so ein bequemer Tod in greifbarer Nähe liegt. Und es ist ja keine Falle, ich schwöre. Du gehst den Tod hier absolut freiwillig ein. Und obendrein tust du mir damit noch einen großen Gefallen. Ja, ja. Der Stampfer funktioniert übrigens, keine Angst. Früher hatten wir damit manchmal Probleme. Dieser Stampfer aber funktioniert tadellos und du kannst dich auf deinen Tod verlassen. Wenn du also deswegen nicht reinspringen willst, sei unbesorgt. Du kommst ganz sicher darin um. Nicht völlig schmerzfrei, versteht sich, aber du wirst einwandfrei zermalmt. Also nochmal, lauf entweder in dein sicheres Verderben oder bring die Sache hier ehrenvoll zu Ende. Wie ein Samurai, spar dir den Weg. Du kannst nur gewinnen. Ich habe mir wirklich viel Mühe bei der Vorbereitung meines Verstecks gegeben. Es wäre also nicht fair, wenn du mir 10 Meter vor dem Eingang einfach so wegstirbst. Allein der Gedanke macht mich... Es wäre aber meine gerechte Strafe. Also, warum willst du mir nicht eins auswischen, indem du einfach in den guten alten Stampfer springst? Das hättest du wohl gern. Wenn die Chancen für mich so schlecht stünden, würde ich die Sache auf diese Weise beenden. In Würde zermalmt. Das wäre zweifellos meine Entscheidung. Also, und das Beste ist, ein Fließband wird dich in aller Bequemlichkeit direkt in den Stampfer befördern. Du musst keinen Finger krumm machen dafür. Ich habe mich um alles gekümmert. Ist das nicht großzügig? Ich habe dir alles dazu gesagt. Lass dir Zeit, denk drüber nach. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Du hast die Wahl. Versteck oder Stampfer. Meine Meinung kennst du, Stampfer. Aber es liegt an dir. Ich gebe dir eine Denkpause. Ja, du kannst ja dich in den Stampfer begeben, ne? Aber nicht mit mir. Oh, so schöne Farben. Moment, könnte ich eigentlich auch... Weg mit der Nervensäge. Als ob ich hier einfach in diesen Stampfer springen würde. Was denkt er sich? Denkt er überhaupt? Was denkst du, Dini? Sie denkt gar nichts. Sie will einfach nur schlafen. Ja, und da wir jetzt dieses Beschleunigungsgel haben, können wir ankämpfen. Hui. Geschwindigkeit des Fließbandes. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass hier alles auseinanderfällt. Und da Bomben. Ja, das ist ja Bombe. Ist das schon? Einfach weiter. Wie komme ich da hoch? Okay. Entschuldigung. Blau. Erstmal einen wunderschönen langen Gang machen.
Chaos da. Alle hoppal. Da. Ist das schon das Finale? Aber die Wissenschaftler haben dauernd Kerne an mir befestigt, um mein Verhalten zu steuern. Ich hörte mein Leben lang Stimmen, doch nun höre ich die Stimme eines Gewissens und das ist schlimm, denn jetzt ist es meine eigene Stimme. Ganz im Ernst, ich glaube, etwas stimmt nicht mit mir. Das ist interessant. Äußerst interessant. Ja, das hat ein Gewissen. What's up? Ich habe das Gefühl, wir kommen im Finale immer näher. Können wir dich anschließen? Ja, super Plan. Das war jetzt nicht sarkastisch gemeint, was sich das angehört hat. Ah, hier geht's zum Finale, oder? Ja, mit der gleichen... Gleichen Aufzug haben wir damals Gloves wieder reaktiv. Ich könnte jetzt so gemein sein und hier einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder mit dem Finale, aber... Ja, GLaDOS will erstmal nicht und außerdem hätte ich noch 10 Minuten für die Folge. Ja. Ja, rächen wir uns.